Kreative Tragödien, die Krise, die Griechen und die Kunst. Kulturvernichtung, der Bildersturm der Gotteskrieger. Das ewige Leben, der neue Streich des Josef Hader. Mein Gott, was haben wir uns verändert, wir und die Griechen. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ministerpräsident Tsipras hat heute Frau Merkel in die Hand versprochen. Die Griechen werden ab morgen alle Steuern zahlen und das am wenigsten korrupte Land Europas werden. Und wir Deutschen, wir sehen das jetzt ganz easy. Und für diese neue Lockerheit werden wir bewundert. Sogar die snobistische Financial Times aus London widmete am Wochenende dem Varoufakis Stinkefinger und der Böhmermann-Parodie im ZDF eine ganze Seite. Wir sind nicht mehr Papst und eigentlich auch schon länger nicht mehr Nazis. Wir machen jetzt Satire. Auch der Spiegel, hier, Frau Merkel in Frühlingsgrün, hineingefaked in eine Gruppe von Wehrmachtssoldaten vor der Akropolis 1941. Und auch das sei, schreibt der Chefredakteur des Spiegel in seinem Blog, unmissverständlich Ironie. Die Deutschen machen jetzt Komödie und die Griechen Tragödie. Die machen das allerdings mit fast nichts und ziemlich gut. Yo, Alexis Tsipras in the Maximu House, bitches, check this out. Πριν ένα μήνα έταζα λαγούς με πετραχίλια, γι' αυτό τις εκλογές τις κέρδισα με χίλια. Αλλά αυτοί στο Eurogroup δεν έφαγαν τη λούμπα και έτσι αναγκάζομαι να κάνω κολοτούμπα. Το Βαρουφάκι έστειλα τον Γιάννη με έναν νι, αλλά στη So geht, frei übersetzt, der populäre Satire-Rap eines griechischen Fernsehsenders. Politik und Pop, Kunst und Kitsch, Kreativität und Chaos. In der Krise wird alles neu zusammengemixt, auch die Kulturszene. Neuerdings ertönt sogar deutsche Marschmusik in Athen, jedenfalls im Theater Convento dell'Arte. Klein Main heißt das Stück, das in einer nahen Zukunft spielt. Die Troika und ihr deutscher Statthalter haben ein Protektorat aus Griechenland gemacht. Die Verachtung zwischen Griechen und Deutschen ist zur Sado-Maso-Beziehung geworden. Ich glaube nicht, dass das deutsche Bild hier aktuell ist. Das gehört der Vergangenheit an. Wir sind jetzt eine Generation, die darüber lachen kann. Unsere Großväter hätten wohl darüber nicht lachen können, aber wir sehen das jetzt mit Humor. Kaum weniger überzeichnet der griechische Partisanenführer, lethargisch und faul, zu nichts fähig, außer großen Worten. Doch nicht mal ein Attentat auf den Deutschen bekommt er hin. Im Stück wird sowohl das deutsche Volk vorgeführt, das uns unter Druck setzt, als auch das griechische. Unser Volk hat wunderbare Seiten, aber auch viele Fehler, riesige Fehler. Es ist unfähig, die Dinge in Ordnung zu bringen und schiebt immer nur den anderen die Schuld zu. Sowohl Kanzlerin Angela Merkel als auch ihr Statthalter werden am Ende mit Drogen in einen Liebesrausch versetzt und erlassen den Griechen alle Schulden. Ein aberwitziges Happy End. Die Wahrheit ist natürlich, dass die Stimmung der Griechen aufgrund der Krise belastet ist. Deswegen wollen sie sich amüsieren. Und wir wollen die Dinge amüsant darstellen, mit Musik und Liebe, damit die Leute hier mit besserer Laune optimistischer hinausgehen. Mit den verlassenen Plätzen einer urbanen Welt in der Krise beschäftigt sich das Projekt Spuren des Handels. Alte Firmenlogos künden von einem untergegangenen Kosmos in einer ehemaligen Einkaufspassage mitten in Athen. Jetzt stehen wieder Menschen vor den Läden. Darin finden kostenlose Workshops zu den unterschiedlichsten Themen statt. Das hier ist eine urbane Intervention gegen die Realität von Athen in der Krise. Es gibt hier inzwischen tausende leerstehende Gebäude wie dieses. Das Bild urbaner Dekadenz im öffentlichen Raum. Wir wollen ihn wiederbeleben. Die Themenpalette der Workshops reicht vom künstlerischen Gestalten mit 3D-Druckern
bis hin zum spielerischen Umgang mit gesellschaftlichen Verhaltensregeln, zum Beispiel Manieren. Eigentlich aber geht es um den Verzehr von Blumen, also um das Überschreiten konventioneller Grenzen. Wir machen uns hier Gedanken zum Thema Regeln. Es geht eigentlich weder um die Blumen noch um die guten Manieren. Es ist ein Kommentar zu den Stereotypen, die uns beherrschen. Christos Asteriou ist in Griechenland ein bekannter Schriftsteller und Übersetzer. Er sieht das Land im kulturellen Niedergang. Viele literarische Institute seien geschlossen worden, sogar hunderte Schulbibliotheken. Das ist jetzt eine Kahlschlag-Situation in Griechenland. Es gibt kaum Aufträge mehr. Und wenn man einen Übersetzungsauftrag zum Beispiel bekommt, dann wird er kaum bezahlt. So hält er sich als Deutschlehrer über Wasser. Dabei könnte die Krise das große Thema seiner Generation sein. Um einen Roman zu schreiben, um einen 400-seitigen Roman schreiben zu können, muss man diese Arbeit ernst nehmen. Und man hat leider in Griechenland unter diesen Umständen eigentlich sehr wenig Zeit zur Verfügung. Griechenlands Kultur in der Krise, irgendwo zwischen Aufbruch und Untergang. Nach dem Roman von Hilary Mantel, Wolf Hall, hat die BBC eine hochgelobte 6-teilige Serie gedreht über die Zeit, als das englische Königshaus unter Heinrich VIII. Sich vom Papst lossagte und unter der Führung von Thomas Cromwell geschätzte 90% der Kirchenkunst zertrümmerte. Das waren marodierende Trupps, die alles in Schutt und Asche legten. Wenn wir also heute über die antiken Verwüstungen der Islamisten reden, dann hilft eine solche Erinnerung an unsere eigenen Sünden. Die Bilder von Zerstörungen antiker Städten wie Nimrud und Hatra oder Mosul im Irak durch den IS haben aus gelehrten Archäologen verzweifelte Kriegstreiber gemacht, die den Westen anflehen, Truppen zu schicken. Die möchte jetzt auch Italiens Kulturminister, der will nämlich eine schnelle Eingreiftruppe von Kultursoldaten, um archäologische Stätten zu schützen. Erstaunlich ist doch, dass nicht die blutige Spur von Menschenopfern, die schrecklichen Enthauptungsvideos solche Empörung auslösten, sondern die blinde Zerstörungswut gegen Kunst, gegen Kultur. Aber ist diese Wut wirklich so blind oder steckt beim islamischen Staat ein Plan dahinter? Darüber spreche ich gleich. Unschätzbar wertvolle Kulturgüter, jahrtausende alte Statuen. Der Hass der IS-Terroristen richtet sich auch gegen die Kunst. Szenen, die Archäologen Tränen in die Augen treiben. Die Nachricht erschüttert Ende Februar die Welt. Auf allen Sendern die Propaganda des IS. Sein unglaublicher Bildersturm im Museum von Mosul. Brutal zerstören sie altorientalische Kunstschätze. Effektvoll geschnitten, systematische Kulturvernichtung 3.0. So perfide propagiert der IS sein Ziel. Die maximale Vernichtung all dessen, was nicht nur die arabische Kultur ausmacht. Diese vorislamischen Statuen nennen sie Teufelswerk der Ungläubigen. Aber mit Glauben scheint die Barbarei nicht viel zu tun zu haben. Kleinere Schätze sollen die Terroristen mitgenommen haben. Profit mit Raubkunst, auch so finanziert sich ihr Regime. Anfang März dann die Nachricht, dass der IS auch die 3000 Jahre alte Stadt Nimrud verwüstet haben soll. Einst Königsresidenz und Hauptstadt des Assyrischen Reiches, mit Planierraupen zerstört. Bilder gibt es davon nicht, aber auch hier wurden offenbar geplünderte Schätze abtransportiert. Genau wie in Hatra, eine der 4 UNESCO-Welterbestätten im Irak, mehr als 2000 Jahre alt. Ein besonders gut erhaltenes Zeugnis einzigartiger Architektur, die orientalischen und abendländischen Stil verbindet. All das jetzt offenbar zerstört. Wie aber können wir dieser Kulturvernichtung des IS Einhalt gebieten und seinen Bluttaten? Am Mittwoch erschüttert ein IS-Anschlag die Hauptstadt Tunesiens. Das Ziel? Touristen auf dem Weg ins weltbekannte Bardo-Nationalmuseum. 21 Menschen sterben. Und am Freitag reißen IS-Selbstmordattentäter im Jemen mehr als 140 Menschen in den Tod. Während des Gebets sprengen sie sich in 2 schiitischen Moscheen in die Luft.
Der sunnitische IS will hier einen Religionskrieg entfachen. Für ihn sind auch Schiiten Ungläubige. Die westliche Öffentlichkeit steht diesem Terror zunehmend ratlos gegenüber. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini fordert jetzt eine internationale Eingreiftruppe, die Denkmäler und archäologische Stätten schützen soll. Was an dieser Barbarei ist gläubig verirrte Zerstörungswut und was kalt kalkulierter PR-Feldzug? Wir sprechen jetzt mit dem deutsch-ägyptischen Politikwissenschaftler und Dokumentarfilmer Asiem El-Difawi. Er hat über den Dschihad der Bilder promoviert und hat die betroffenen Städten auch besucht. Er ist uns jetzt aus Paris zugeschaltet. Guten Abend, Herr Difawi. Schönen guten Abend. Herr Difawi, diese Bilderstürmer, die uns so erschüttern, wissen die, was sie tun und wissen sie, was sie zerstören? Ja, natürlich wissen sie das. Sie wollen, dass wir in ihre Propagandafalle fallen. Das heißt vor allen Dingen eine mediale Propagandafalle. Das heißt, wenn jetzt die letzte Exekution, der letzte Horrorfilm des sogenannten Islamischen Staates in den Medien nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dann wird eben das Weltkulturerbe zerstört. Und sie wissen, was sie da zerstören. Sie wissen, dass diese Städte so wichtig sind für die Geschichte der Menschheit. Sie wissen aber auch zum Beispiel, wie stolz eigentlich die Iraker darauf sind, eine der Wiegen der Menschheit zu sein und probieren dadurch natürlich auch ihre irakischen Gegner zu provozieren. Wie reagieren denn die Menschen in der arabischen Welt darauf? Wir nennen es immer die Wiege der Menschheit. Wir tun also so, als sei das quasi auch unsere Wiege, was es ja auch letztendlich ist. Aber es ist, die Menschen vor Ort sind natürlich am betroffensten. Das heißt, die Bildungselite und der Irak hat zum Beispiel eine sehr große Bildungselite gehabt, die immer noch in gewisser Weise fortbesteht, sind natürlich entsetzt und natürlich auch ihrem ganzen Nationalstolz sehr betrübt. Aber trotzdem stehen diese Länder, der Irak und auch Syrien, was eine ebenso alte Kultur ist, natürlich vor ganz anderen Problemen. Das heißt, von Tausenden von Toten, Hunderttausenden von Vertriebenen. Und da kann es schon mal sein, dass die Zerstörung von Kulturdenkmälern natürlich hinter dem Leiden der Menschen zurücktritt. Natürlich auch verständlicherweise. Sie haben es eben eine Propagandaschlacht genannt. Wie schlägt sich denn da der Westen? Also wie empfinden Sie die westliche Berichterstattung? Die westliche Berichterstattung ist wirklich in die Propaganda-Falle der extremistischen, dschihadistischen Bewegungen gefallen. Das soll heißen, es werden immer nur kleine Bildschnipsel gezeigt, die spektakulärsten Ausschnitte, aber es wird wirklich nie die Ideologie in der Tiefe analysiert. Der Irak war ja schon fast vergessen, bis Daesh dann Mosul eroberte. Man guckte sich andere dschihadistische Phänomene an, Al-Qaida im Jemen, auch die werden dann wieder vergessen, wenn was im, sagen wir mal, in Libyen passiert oder in Mali. Das heißt, wir gucken uns viel zu wenig, wir analysieren viel zu wenig, warum ist der Dschihadismus für viele Menschen in der islamischen Welt, aber auch für zu viele junge Europäer so attraktiv und was kann man dagegen tun? Also wir analysieren zu wenig und wir zeigen zu viel? Ja, ich glaube schon. Es werden wirklich nicht die wirklichen Ursachen dieser Ideologie erklärt, deren falsches Heilsversprechen, was ja eigentlich sehr einfach ist, dieses Heilsversprechen, was besagt, kommt zu uns und ihr seid wahre Muslime. Und wenn ihr euch dann noch in Selbstmordattentaten in die Luft sprengt, kommt ihr als erst in den Himmel. Also wir demystifizieren einfach nicht genug und geben uns nicht genug Mühe, die Hintergründe, auch warum so viele junge Syrer und Iraker sich zum Beispiel dem IS angeschlossen haben, eben zum Beispiel aus Gründen der Diskriminierung gegen den Sunniten in den beiden Ländern. All dies kommt viel zu kurz hinter spektakulären Bildschnipseln und dem letzten Bedrohungsvideo. Muss man den Social Websites und den Sites, wo diese Videos veröffentlicht werden, nicht vorwerfen, dass sie davon profitieren, dass sie Nutznießer dieser Medien, dieser Videos sind? Ja, viele der sozialen Netzwerke werden zu Instrumenten der Dschihadisten. Gleichzeitig machen sie damit aber weniger Umsatz, weniger Quote als zum Beispiel populäre Zeitungen oder TV-Nachrichtensender, die dadurch wirklich ganz viele Zuschauer bekommen. Aber natürlich muss man auch diese ganzen sozialen Netzwerke ins Gewissen nehmen und immer wieder daran erinnern, dass sie selber auch mehr kontrollieren müssen, welcher Dschihadist wieder jetzt was twittert oder als Video auf eine soziale Webseite stellt. Mhm. Das ist eine ganz große Aufgabe.
Gerade die Zerstörung dieser Städten hat ja für unglaubliches Aufsehen erregt. Und der italienische Kulturminister hat jetzt vorgeschlagen, dass es sogenannte Kultursoldaten geben sollte, also Einsatzgruppen, die solche Städten beschützen. Was halten Sie davon? Ich will es mal so formulieren. Menschen zu schützen wäre wichtiger, ist aber viel schwieriger. Das heißt, viele dieser Städten, gerade im Irak, liegen in Wüstengebieten. Und da wäre es relativ einfach gewesen, diese Orte zu schützen, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel der IS kein schweres Gerät, keine Bulldozer hinbringt, um wirklich zum Beispiel diese arabische Stadt, präislamische arabische Stadt Hatra zu zerstören. Im Grunde ist es ein verständliches Anliegen, was natürlich bei vielen für Verunsicherung sucht, in dem Sinne, dass wir nicht in der Lage sind, die Menschen in Syrien, im Irak zu schützen, was natürlich auch viel schwieriger sind, weil diese Menschen leben in sehr dicht besiedelten urbanen Gebieten, wo es wirklich irgendwann dann wieder, wie man gerade zum Beispiel an der irakischen Stadt Tikrit sieht, zu einem Städtekampf herauslaufen wird, der extrem blutig wird. Herr Defawi, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Oft dient in diesen Tagen der Glaube als Vorwand für Terror und Kriege. Religion, meint der verstorbene Journalist und Kulturkritiker Christopher Hitchens, zerstöre und spalte die Menschen. Aber, entgegnet man den Atheisten, was wäre die Welt ohne die Sphären des Religiösen, wo doch Religion und Kunstgenuss heute fast die einzigen konsumbefreiten Zonen sind. Religion verbindet, sorgt buchstäblich für gleiche Wellenlängen. Dreisat widmet dem Thema Glauben eine ganze Woche. Sie beginnt mit einer filmischen Reise durch das Alphabet des Glaubens, von A wie Allahu Akbar bis Z wie Zeichen. 26 Geschichten rund um Religion und Spiritualität, wie zum Beispiel die Dokumentation Der Prediger und ich. Dort sucht ein zweifelnder Atheist ausgerechnet bei einem der eifrigsten Prediger nach Gott. Ein Film mit vielen verblüffenden Wendungen. Meine Kollegin Ariane Binder hat ihn sich für uns angesehen. Erhebt eure Stimme und sagt, es gibt einen Gott. Amen. Ich sage immer, von außen bin ich ein Europäer. Und von innen bin ich Afrika. Wir brauchen Jesus. Das ist Matthäus van der Steen, ein evangelikaler Prediger, der die Menschen zu Gott bekehren will. Zu seinen Erweckungsgottesdiensten kommen Hunderte. Gläubige, die ekstatisch den Herrn preisen, sich spektakulär taufen lassen. Unter ihnen auch dieser Filmemacher aus Holland. Er ist fasziniert von Matthäus und seinem Glauben, begleitet ihn mit der Kamera. Ich bin Viktor und ich glaube nicht an Gott. Trotzdem kenne ich Matthäus und seine Gruppe nun schon seit einigen Jahren. Früher glaubte ich selbst auch. Ich glaubte an Engel, an Jesus, an ein göttliches Leben. Aber während der Pubertät habe ich mich von meinen Göttern verabschiedet. Die entstandene Leere füllte ich mit Partys. Es war eine tolle Zeit. Bis die Götter auch hier schwiegen. Was blieb, war die Angst. Angst vor der Leere, vor der Sinnlosigkeit der Existenz. Ich wurde depressiv und bekam Panikattacken. In der Zeit sah ich Matthäus zum ersten Mal im Fernsehen. Ich denke, wir haben alle ein Gefühl der Leere, die jeder auf seine eigene Weise zu füllen versucht. Damals ist Viktor Anfang 30. Was Matthäus im Fernsehen erzählt, bewegt ihn. Er beginnt, seine Nähe zu suchen. Sein Film Der Prediger und ich zeigt diese Annäherung. Viktors Wunsch nach Glauben, Matthäus' Versuch, ihn zu bekehren. Ich sehe, dass Gott an dir arbeitet. Und dann hoffe ich, und ich glaube es auch, dass du, wenn du mir und unserer Organisation folgst, entdecken wirst, dass Gott die Menschen heilt. Matthäus missioniert mit seiner Organisation Trin nicht nur in Holland, auch in Pakistan, Indien oder Myanmar. Dorthin begleitet ihn Viktor. 20.000 Menschen werden erwartet zu Gospel-Gottesdienst und Massentaufe. Viktor, diese Dame möchte dir etwas Besonderes sagen. Freut mich, ich bin Linda. Hallo, Viktor. Willkommen in Myanmar. Ich will Ihnen Gottes Geschenk geben. Jesus liebt Sie. Er liebt Sie sehr, mein Bruder. Jesus liebt Sie sehr. Doch statt Erleuchtung fühlt Viktor zunehmend Befremden. Jesus!
Nach dem Gottesdienst, bei dem Matthäus Kranken Heilung verspricht, behauptet sogar Gelähmte zum Gehen zu bewegen, stellt Viktor endlich die Fragen, die den Zuschauer da schon längst aufwühlen. Kritiker sagen, diese Menschen sind arm. Du bietest ihnen eine hoffnungsvolle Geschichte, ein Spektakel. Also ist es leicht, sie auf deine Seite zu ziehen. Es ist leicht, auf diese Art und Weise arme Menschen für dich zu gewinnen. Was würdest du diesen Kritikern sagen? Ich würde ihnen sagen, dass diese Menschen eine Erfahrung mit Gott gemacht haben. Egal, ob arm oder reich. Es stimmt. Diejenigen, die keine Hoffnung haben, bekommen neue Hoffnung. Und ich glaube fest, dass es keine falsche Hoffnung ist. Nein? Nein. Sonst würde ich das nicht sagen. Matthäus lässt Viktors Kritik nicht gelten. Zurück in Holland trennen sich ihre Wege. Dann bricht der Kontakt ab, bis eine neue Nachricht Matthäus und Viktor wieder zusammenbringt. Die Frau des Predigers erkrankt an Krebs. Ein Schicksalsschlag, der auch Matthäus' Glauben auf die Probe stellt. Woran glauben wir? Kann man Glauben lernen? Und darf man dabei auch einem Glauben, der Wunder verspricht, die Evolutionstheorie leugnet? Viktors Selbstversuch macht es sich nicht leicht mit solchen Fragen. Er urteilt nie über Matthäus' Mission. Das wirkt oft befremdlich, zeigt aber auch, was Menschen bewegt, die sich auf die Suche nach Gott machen. Ob sie ihn finden oder auch nicht. Es muss wundervoll sein, glauben zu können. Zumindest das habe ich von Matthäus gelernt. Für mich bleibt es jedoch nur eine Handreichung, um besser mit dem Leben umgehen zu können. Ohne Gott und die Sicherheiten, die er bietet, muss ich selbst versuchen, das Beste daraus zu machen. Zusammen mit meinem kleinen Sohn und den Menschen, die ich liebe. Sie geben meinem Leben auf der Erde einen Sinn. Der Prediger und ich, den Dokumentarfilm, sehen Sie heute um 21 Uhr auf Dreisat. Und jetzt sehen Sie, was sich am Wochenende kulturell in den drei Ländern zugetragen hat in unserem Da, Da und Da. Sie wollten von vorn beginnen, auch in der Kunst die Stunde Null proklamieren. Die Künstler der Bewegung Zero, die von Düsseldorf aus in den 50er und 60er Jahren ihren weltweiten Erfolgszug antrat. Ihr ist jetzt im Berliner Martin-Gropius-Bau die bisher größte Ausstellung ihrer Geschichte gewidmet. Licht, Bewegung und Material, alles sollte wieder so einfach wie möglich sein. Ja, das waren die billigsten Materialien. Das, was man normalerweise wegwirft. Bei Öckernägeln nicht sehr teuer. Und seine Spiegelscherben waren auch nicht so teuer. Nee. Die Zero-Künstler wollten ihre Kunst in die Wüste, die Straße und den Himmel tragen. Wie Heinz Mack bei seiner Lichtforschung. Sie begeisterten sich für die Erkundung des Weltraums. Schon ihr Name Zero soll an den Countdown beim Raketenstart erinnern. Wir sind aus der Kneipe gerannt, wenn jemand sagte, ein Satellit fliegt über die Stadt, und haben versucht, den Satelliten zu sehen. Und so, das war schon eine Faszination. Das war für uns auch eben das Sprengen von Grenzen. Auch Yves Klein war der Zero-Bewegung nah und ist hier mal mit anderen Farben zu sehen. Die Lichtgeister stammen von dem verstorbenen Zero-Gründer Otto Piene. Der Aufbruchsgeist, der wird hier auf 3000 Quadratmetern im Martin-Gropius-Bau tatsächlich spürbar. Umso erstaunlicher, dass diese weltweit und für Deutschland so wichtige Künstlerbewegung so lange im Hintergrund geblieben ist. Männer und Frauen ringen mit dem Tode. Und wir schauen ihnen fasziniert dabei zu. Sie leiden und ihre Laute versetzen uns in Entzücken. Verrückt ist die Oper. Danke. Aber warum stirbt es sich mit Musik so viel schöner als ohne? Die
Die Oper ist ein Wartesaal für den Tod, sagt Regisseur Alvis Hermannes und hat sein Theaterstück ins Altenheim verlegt. Die schönsten Sterbeszenen in der Geschichte der Oper wurde im Zürcher Schiffbauer aufgeführt. Und genau die spielen die Bewohner nach. Das ist mir zu viel am frühen Morgen. Der stirbt ja den ganzen vierten Akt lang. Genüsslich wird die hohe Sterberate des Musiktheaters durch den Kakao gezogen. Carmen, Tosca, Tristan und Isolde. Das Spiel der Alten und die Originalszenen der Opern ineinander greifen zu lassen, ist eine tolle Idee. Verzeihen Sie, ich war wohl kurz etwas eingenickt. Doch Konzept und Witz erschöpfen sich irgendwann. Also das war ja ganz schön, aber auch ein bisschen langweilig. Anders als im Schauspiel wird in der Oper der Tod abstrakt und ästhetisch gedacht, sagt Alvis Hermannes. Schade, dass er als dramaturgisches Mittel so oft auf den Plattenspieler zurückgreift. Je länger der Abend, desto mehr steigt sie. Die Sehnsucht nach dem Sterben mit großen Stimmen und atemberaubender Musik. Mein Name ist Wazir. Ich komme aus Pakistan. Berliner Theater engagieren sich gegen Rassismus. 4000 Menschen demonstrierten am Samstag in Kreuzberg für einen besseren Umgang mit Flüchtlingen. Unter dem Motto My Right is Your Right protestierten sie für das Bleiberecht, Integration und Bildung. Es sind eben die Refugees, die Kulturschaffenden, die Rechtsanwälte, die Aktivisten, also ein ungewöhnliches Bündnis, die alle sagen, so geht es nicht weiter. Besonders brisant, seit über 2 Jahren ist die ehemalige Schule in der Olauer Straße besetzt. Flüchtlinge werden selbst aktiv. Sie wollen nicht nur bleiben, sie wollen mitgestalten. Diese Demonstration soll zeigen, dass wir die gleichen Rechte haben wie alle. Und dass sie direkt neben der Schule stattfindet, soll zeigen, dass wir weiterkämpfen und uns nicht einfach abschieben lassen. Theater helfen Flüchtlingen. Pure Nächstenliebe oder doch beidseitiger Nutzen? Das ist einfach gut. Das tut auch uns gut, das tut dem Theater gut. Und dann haben sie natürlich wahnsinnig was zu erzählen. Das sind interessante Geschichten und das ist eine unglaubliche Kraft, die die mitbringen. Und das bereichert, also ganz egoistisch bereichert das dann mal das Theater. Auch miteinander statt nur füreinander. Wo Politik versagt, setzt Kultur ein unübersehbares Zeichen. So viel zur Protest-, Hoch- und bildenden Kunst. Und jetzt sprengen wir die Grenzen des guten Geschmacks. Sie kennen vielleicht Wolf Haas, Brenner-Romane. Da geht es um einen Ermittler in prekären Anstellungs-, Lebens- und Liebesverhältnissen. Man wird danach süchtig, man fühlt sich von dieser Heillosigkeit merkwürdig getröstet. Die perfekte Filminkarnation von Brenner ist Josef Hader. Der österreichische Ausnahmesatiriker, der gibt hier alles, der die existenzielle Aussichtslosigkeit, wie es gleich heißt, genial verkörpert. Jetzt ist schon wieder was passiert. Ich weiß es nicht. Die große Kunst der existenziellen Aussichtslosigkeit. Brenner ist zurück in Graz, der Stadt seiner Jugendsünden. Servus, Köki. Brenner privat und ganz unten. Bestmögliche Ausgangslage für einen Hader-Film. Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte. Ich hab grad beruflich ein bisschen eine schlechte Phase. Herr Brenner, Sie sind obdachlos, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Sie sind ein U-Boot. Wir haben uns gedacht, das zeigt gleich einmal die Brüchigkeit des Helden sehr gut. Und es geht in dem ganzen Film um diese zerbröckelnden Helden. Weil die Gegenfigur ist ja auch ein zerbröckelnder Held. Lauter flotte Burschen waren es einmal. Und jetzt brechen sie auseinander. Der Gegenspieler Aschenbrenner, Tobias Moretti. So infam, böse, österreichisch wie nie. Ich hab da was mitgebracht. Ein kleines Flaschen Bonello. Und dann ein Filetstückchen vom Vulkanoschwein. Zerbröckelnde Helden. Nirgendwo sind die so gut wie in den Brenner-Filmen. Der Knochenmann Bierbichler, wie er Menschenfleisch auftischt. Das ist so zart. Wenn ich mir ein Steak mache, das wird immer zart wie Leder. Man muss im allerletzten Moment salzen.
Typen vor dem Abgrund, der immer tiefer wird und zugleich komischer. Das sind die Charaktere, die Harder liegen, als Schauspieler und wenn er am Drehbuch mitschreibt, wie bei den Haas-Verfilmungen. Jetzt also der vierte Brenner. Na, Herr Brenner. Da haben wir halt wieder nichts zusammengebracht. Schwester, ich brauche Polizeischutz. Da wären Sie der Erste, der beim Scheiß einen Polizeischutz braucht. Probieren wir es in einer Stunde wieder. Ich denke mir, das reine Drama, das überhaupt keine anderen Elemente hat, geht eher an der Wirklichkeit vorbei. Weil das Leben auch nicht so ist. Und es geht immer weniger im Laufe des Films um äußere Spannung, sondern nur mehr um innere Dramatik. Das haben wir gemacht einfach deswegen, weil das sehr viel Arbeit ist und das wollen wir uns nur antun, wenn wir irgendwas Neues machen, was vorher noch nicht war. Die Drehbücher, die oft nur rudimentär etwas mit den Romanvorlagen zu tun haben, entstehen zu dritt. Harder und Regisseur Murrenberger schreiben. Romanautor Haas ist Schiedsrichter. Dann schreibt der Wolfgang Murrenberger die erste Fassung. Die wird dann von den anderen zwei schonungslos kritisiert. Dann schreibe ich die zweite, die ist meistens vollkommen anders. Dann werde ich kritisiert. Und immer so abwechselnd, der Wolfgang und ich schreiben dann Fassungen, die sich immer mehr annähern. Josef Harder, Ende der 80er. Sein erster Fernsehauftritt bei Alfred Biolek. Er startet als politischer Kabarettist, Vorbild Dieter Hildebrandt. Doch irgendwann sprengt er sämtliche Kabarettkonventionen. Mit seinem Programm Bunter Abend bringt er ganze Säle gegen sich auf. Das Kabarettpublikum im Adelwächte vom Kabarettisten haben, dass er die Fassaden niederreißt von der ganzen Gesellschaft, die Fassaden. Ja, machen Sie das mal, reißen Sie mal richtig die ganzen Fassaden nieder. Das ist lustig, da kann man lachen, wenn die ganzen Fassaden richtig nieder. Ja, aber wenn er das wirklich macht, nicht titititi, sondern wirklich. Und vom geistvollen Abendland mit Mozart, Schiller, Goethe, Krimi-Preisverleihung bleibt nichts mehr über. Außer Scheißen, Pissen. Und ficken. Dieses Programm, wo nachher der Dieter Hildebrandt gesagt hat, jetzt musst du aufhören. Jetzt musst du aufhören. Das demoliert quasi die Form so, dass du aufhören musst. Und dann sind wir eine Nacht lang beieinander gesessen und haben so geredet darüber, dass halt die Bühne auch was sein kann, wo man was ausprobiert, wo man Gedanken zu Ende denkt. Und für mich ist es immer ein bisschen experimenteller. Experiment Fernsehen. Aufschneider. Ein Zweiteiler über einen Pathologen. Also Leichenbeschauer in einem Wiener Krankenhaus. Harder schrieb mit dem Regisseur David Schalko das Drehbuch. Eine geniale schwarze Komödie mit perfide ausgefeilten Dialogen. Zuckerkrank oder nicht? So schlechter Pathologe. Weil sonst hätten sie gesehen, dass ich den Finger hingesteckt habe und den angeschlägt. Ich glaube, sie lutschen nur rein von einem Toten. Für Kino, finde ich, braucht man immer eine andere Geschichte als für Fernsehen. Für Kino muss es elementarer sein, existenzieller. Und der Wolf Haas ist ja auch wiederum ein Autor, der keine reinen Krimis schreibt, sondern wo ja auch schon sehr viel an Material drinnen ist, so wie die Charaktere angelegt sind, für das Tragische und das Komische, das möglichst gleichzeitig passieren soll. Wie geht's, Chef, zu? Nächste Frage, bitte. Kannst du mal Geld bringen? Dieses ewige Leben. Der düsterste Brenner bisher. Eh großartig. Es tut in unseren Zeiten gut, solchen Menschen zuzusehen, die nichts anderes können oder nicht anders können, als an ihre Grenzen zu gehen. Dass man so aber 106 Jahre alt werden kann, quasi im Widerstand, völlig unbeeindruckt von der mehr oder weniger opportunistischen Welt um einen herum. So jemand war der Schweizer Maler und Grafiker Hans Erni. Erni war einer der bekanntesten Künstler
der Schweiz. In der Nazizeit wurde er Marxist und blieb bis zuletzt ein Linker. Die offizielle Schweiz und die Kunstkritik verschmähten ihn lange, was ihn nicht daran hinderte, bis zuletzt zu malen. Was war sein Geheimnis? Hans Ernies Werke zieren in der Schweiz unzählige öffentliche Orte. Sein Stil ist unverwechselbar. Selbst mit 106 Jahren hatte er noch einen unglaublich sicheren Strich. Sein Lebenselixier, die Freude an der Arbeit. Für Ernie typisch ist diese charakteristische Bildsprache, seine Überlagerungen von Gegenständlichem mit abstrakten Zeichen. Ernie begann als Bauzeichner, verlegte sich aber schon früh auf die Kunst. In Paris prägten ihn Begegnungen etwa mit Braque und Picasso. Doch er entscheidet sich gegen die nur schwer verkäufliche Avantgarde. Der Durchbruch gelingt an der Landesausstellung 1939. Sein monumentales, 100 Meter langes Werk »Ferienland der Völker« macht ihn schlagartig bekannt. Das Publikum mag Ernie, die Kunstkritik rümpft die Nase. Zu gefällig sein Werk, zu massentauglich. Angesichts von Faschismus und Krieg wandelt sich Ernie zum Linken und Marxisten. Ein Auftrag des Bundesrates für neue Banknoten wird ihm deshalb 1949 wieder entzogen. Doch das Enfant terrible wird schon wenig später zum Liebling von links und rechts. Es folgen Großaufträge, Preise, politische Plakate. Nur die Kunstszene meidet ihn weiterhin. Das, was Sie wollen, was Sie suchen. Das, was Sie wollen, was Sie suchen, das muss Sie berühren. Und all die Menschen, die von Ihnen abfallen, weil sie denken, das ist nicht mehr modern oder nicht mehr revolutionär. Das spielt für Sie überhaupt keine Rolle. Zumindest die offizielle Schweiz versöhnte sich während der letzten Jahre mit Ernie. Kurz vor seinem 100. Geburtstag erhielt er einen Schweizer Lifetime Award für sein Lebenswerk. Arbeite gerne und du hast ein langes Leben. Das scheint das Rezept des Hans Ernie gewesen zu sein. Gott hab ihn selig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Bis morgen.